Okay, dann sehe ich gerade schon, das sind Fallen. Wir hatten die Sniper-Pistole. Mit der können wir die zumindest da oben erledigen. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Ah, ich kann die Fallen nicht anders deaktivieren. Muss die auslösen. Den so ausschalten kann. Weiß es nicht. Mel, Mel, Hallöchen. Hola. Was nimmt mich denn Treff? Wie geht's dir? Wunderschönen guten Abend. Was wir natürlich auch machen können, wir können ein paar Nagelbomben herstellen. Wir haben da hinten eine Tür. Lass sie mal da eine Falle hin. Da vielleicht. Und run. Sehr gut. War schade, der hat alle drei auf einmal ausgelöst. Das war jetzt ein bisschen ungeil. Der müsste. Ach, der kennt die Fallen. Fuck. Egal, vielleicht läuft er jetzt in die Falle rein. Aua. Huch. Hier, Munition! Warst du das gerade, Ali? Danke für die Schrotflinte, geil. Schuss und Treffer. Aber es waren noch nicht alle. Einer müsste noch hier irgendwo. Da. Ah, ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Weiß nicht, ob das jetzt der letzte ist. Nee, es sind mehrere. Scheiße. Ob rechts ist noch. Rechts war noch einer. Ich hab keine Muni. Bitte töte mich nicht mal, lass mich gehen! Das hatten wir schon mal. Ich würde ihm die aber es würde. Ausschuss, Schrotflinte, es würde nicht überleben. Bitte. Wir könnten ihm jetzt einen Gnadenschuss geben. Na komm, lauf. Hopp. Na komm, Kollege. Der kommt doch eh nicht weit. Hey Mann, hör mal, wir können das doch regeln, okay? Geh halt. Ich will nur deine Seele haben. Oh. Das war ihm wahrscheinlich zu viel gewesen. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Ich wollte doch nur seine Seele haben. Und die Niere. Dann halt eben nicht. Bei mir ist üblich halt arbeiten, essen, schlafen. Ja, mega im wie nennt man das? Nicht im Rhythmus.
Ja, doch, Mut muss sein. Das ist das Neues wegen 10. Ich hatte, also es sind jetzt alle weiße Zähne mittlerweile draußen. Die letzte OP hatte ich am Freitag gehabt. Am Donnerstag, also geplant waren ja gewesen, alle vier auf einmal rausnehmen, eine Stunde fertig. Das hatte nicht alles funktioniert. Also ich hatte insgesamt vier Operationen gehabt. Eine werde ich noch im Krankenhaus nochmal machen müssen, wegen dem Kiefer. Da müssen sie den Kiefer wahrscheinlich nochmal aufmachen. Und die zwei haben sie ja rausgemacht auf einmal. Und dann auf der anderen Seite, auf der linken Seite, haben sie für den oberen Zahn haben sie 2 Stunden gebraucht, den rauszunehmen. Und für den unteren 1,5 Stunden ungefähr. Und der untere, das war der letzte gewesen, jetzt am letzten Freitag. Ja, mit Abstand das Schlimmste gewesen, weil da haben sie jetzt, ich glaube, 3-mal das nähen müssen. Also 3 unterschiedliche Wunden. Einmal die Wunde vom Zahn und dann einmal beim Kiefer und einmal hier unten quasi ganz unten auf der äußeren Seite, weil einer von den Wurzeln unten anscheinend dicker geworden sind. Normalerweise werden die Wurzeln quasi unten immer dünner. Und eine von den Wurzeln wurde unten plötzlich dick, also war schon immer dick gewesen. Da mussten sie von der Seite quasi rausschneiden. Aber ja, ich hab's endlich geschafft. Aber es war ein Krampf gewesen. Es war ein Krampf gewesen. Jetzt noch eine OP habe ich wahrscheinlich noch vor mir. Oh, Schruppen nie. Wo nochmal der Kiefer aufgemacht werden muss, aber das ist noch nicht zu 100% sicher, das wird jetzt in den nächsten 2 Wochen entschieden. Die Woche Freitag Fäden ziehen, von hoffentlich den restlichen 5 Wunden. Also 5 Fäden habe ich noch aktuell im Mund. Und dann habe ich es tatsächlich hinter mir. Dann habe ich es hinter mir tatsächlich. Was halt blöd war, die mussten, weil anscheinend die Wurzeln so scheiße lagen. Ah, das ist eine Glasscheibe. Normalerweise wird der Zahn auf einmal rausgezogen, im Optimalfall. Bei keinem meiner weißen Zähne, obwohl die super waren, ging es nicht wegen den Wurzeln. Mussten die quasi von jedem einzelnen Zahn den Zahn quasi oben abschleifen, also abbohren, wie auch immer. Musste quasi, wenn abgebohrt war, den aufstemmen, dass sie quasi 4 einzelne Zahnstücke haben, wo quasi die Wurzel dran hing. Das heißt, sie haben quasi abgeschliffenen Zahn, haben dann quasi so ein, wer das mir erklärt, quasi so ein X reingehämmert, dass die 4 einzelne Stücke haben, 4 einzelne Ecke, wo die Wurzeln dran waren, und mussten dann einzeln die Wurzeln rausziehen. Und deswegen hat das alles so lange gedauert und war so kompliziert gewesen. Und dass sie natürlich noch den Nerv zerstört haben, gut gemacht haben. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und die mussten bei jeder einzelnen Ober unten den Kiefer aufmachen. Also es lief bei keinem Zahn, bei keiner Operation alles, wie es laufen sollte. Bei keinem einzigen. Was soll ich dazu sagen? Aber gut, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich hab's geschafft. Sie sind draußen. Was sich noch mega weird anfühlt. Also es fühlt sich noch richtig, richtig mega weird an. Halt einfach, wenn 4 Zähne fehlen, das ist halt ist natürlich mega komisch. Boah, voll ins, nee, voll im Oberkopf. Aber ja, ich bin ein Mensch, der immer alles optimistisch sieht und ja, wir sind draußen, es verheilt jetzt alles, ungut ist. Und ich hab's hinter mir, das Schlimmste. Im Nachgang mich ärgert's nur, also ich, auch das ist schwierig,
Zum Glück habe ich mich, ich habe mich ja mega drüber geärgert, dass ich doch keine Vollnarkose gemacht habe, obwohl ich dafür eine Sitzung 550 Euro gezahlt hätte. Ich weiß jetzt nicht, wie es abliegt, ob man da auch mehrere Sitzungen gebraucht hätte, aber wahrscheinlich schon, weil insgesamt haben die jetzt, ich glaube, 7,5, 8 Stunden ungefähr gebraucht für die 4 weiße Zähne, hat aber bestimmt mehrere Sitzungen gebraucht. Bestimmt auch 3 Stück mindestens. Und jedes Mal hätte ich 550 Euro zahlen müssen. Also, sagen wir mal, so roundabout 1600 Euro. Das ist zum Glück doch nicht gemacht. Zum Glück doch nicht. Weil das ist echt, also das wäre, ja, verschwendetes Geld gewesen. In Oktober, ich sah gerade, wie Mob Captain Mastros in den Rest des Trupps mit Benzin übergoss und bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feierten das sogar. Ein alter Sack hat sich beschwert, dass er Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen, aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Boah, bei lebendigem Leib zu verbrennen, ist, glaube ich, also für mich, ich glaube, es ist aber auch allgemein, ich glaube, mit einer der schlimmsten Art zu sterben. Verbrennen, obwohl beim Verbrennen, beim lebendigen Leib verbrennt man ja, ich glaube nicht, sondern man erstickt, glaube ich. Weil man Benzin übergossen wurde. Also klar, man verbrennt, ja, aber ich glaube, man stirbt eigentlich daran, dass man erstickt. Weil das Feuer quasi das Sauerstoff irgendwie klaut. Ich hab da mal irgendwas gelesen. War schon brutal. Danke, die Melmel. Ja, aber wird schon. Schlimmste habe ich hinter mir. Definitiv. In der Zeit ist, wie schon gesagt, nur noch abwarten. Abwarten, Tee trinken und schauen, wie das sich alles verheilt. Und dann mal gucken. Jetzt habe ich, also was mich am meisten ärgert, mit unter anderem wegen dem Kiefer, aber auch wegen so ein paar anderen gesundheitlichen Sachen. Jetzt habe ich es nicht getroffen, ne? Scheiße. Dass ich hätte jetzt eigentlich am 1.2. meinen Dienstantritt bei der Bundeswehr gehabt. Das wird sehr wahrscheinlich nichts werden, sondern es wird nach hinten verschoben. Ich bin auch mal gespannt drauf, da habe ich jetzt nächste Woche Montag am 22. Muss ich in die Kaserne fahren. Und dann dort nochmal mit den Offizieren sprechen. Müssen wir noch einen Plan machen, ob wir es vielleicht doch schaffen, irgendwie den 1.2. als Dienstantritt zu machen, aber vermute es fast nicht. Einfach noch zu viel gemacht werden muss. Muss alles neu geplant werden, neu strukturiert werden. Oh, das nervt mich mega. Also das nervt mich am meisten. Weil das auch wiederum bedeutet, dass ich einfach ein paar Monate. Weil die immer plus, ich glaube, einmal im Quartal die Grundausbildung machen, wenn ich mich nicht irre. Nur noch irgendwas? Nee, ne? Dass ich wieder ein paar Monate einfach nur rumhocke und nichts tue. Das ist ja, was mich so mega abfuckt. Dieses einfach nichts tun. Also, was heißt nichts? Ich tue nichts. Ich tue schon was, aber nichts Berufliches machen, das nervt mich mega. Das macht mich kirre. Das macht mich richtig, richtig kirre. Aber mal gucken. Es kann immer nur besser werden. Immer alles positiv sehen. Da haben wir alles. Ich glaube, uns fehlen auf jeden Fall noch ein paar Witze von Ellie. Ist das ein ATM? Nee. Müssten wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch jetzt hier bald haben. Liegt hier noch Muni? Alter.
Aua. Yes, 4 Kugeln. Geiler Scheiß. Wie schauen deine Urlaubspläne aus, Mel, dieses Jahr? Hast du irgendwas vor? Das war wohl das Ende dieser Zone. Gut für Freiheit. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Ich wollte es gerade sagen. Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Sind es die, die verbrannt worden sind? Ja, wohl eher. Nee, ich glaube, also er zumindest nicht. Ja, die wurden erschossen. Die wurden erschossen, das sieht man die Einschusslöcher. Hey, hilf mir hoch. Das darf man nie vergessen, egal welche Partei. Egal wer, jeder hat Familie. Egal was er ausübt, egal ob man die Tätigkeiten als gut oder schlecht ansieht, jeder hat Familie. Die meisten. Ja, doch. Nur die. Ihr wisst, was ich meine. Ja, die haben auch Einschusslöcher. Ja, vielleicht sind es die gewesen, die vorhin da standen, die verbrannt wurden. Okay, da geht's anscheinend weiter. Dann lass uns mal hier in das Gebäude reingehen. Aktionscenter. Ah. FEDRA-Gebäude. Satan, grüß dich, moin. Moin, moin. Rise of Ronin, ja. Hat man auch gestern schon das Thema gehabt im Stream, was für mich und auch für andere die Highlights waren, also die Spiele-Highlights, die dieses Jahr rauskommen werden. Und da ist für mich Rise of Ronin gehört auch zu den Top 4. Also für mich dieses Jahr, worauf ich mich auf die Games freue, Rise of Ronin, Star Wars Outlaw, auf das riesengroße Open-World-Game, freue ich mich auch mega. Stalker 2 und Final Fantasy 7. Das sind so meine Highlights, worauf ich mich sehr, sehr freue. Bei euch, also bis auf dir, Melmel, bei Rise of Ronin, was gibt es noch sonst für Games, worauf du dich freust? Zockst du am Freitag The Last of Us 2 Remastered? Oder wer zockt es von euch? Bestimmt auch der eine oder andere, oder? Also ich werde es auf jeden Fall am Freitag definitiv auch spielen. The Last of Us 2 Remastered. Ab um 10.45 Uhr habe ich einen Termin, um die Fäden rauszuziehen. Und danach, wenn ich zu Hause bin, haue ich den Stream an und dann wird gezockt. Freue mich auch schon sehr, sehr drauf. Wie geht's Satan? Alles fit? Und selbst geht so, hört sich nicht so gut an, Satan. Was hast du denn? Bist du krank? Boah, mein erster Energy, ich glaube, seit 2 oder 3 Wochen. Nee, seit 2 Wochen ungefähr. 2,5. Boah, und das tut so gut. Wir haben die Stadt noch Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sie ein paar Soldaten versteckt.
um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten reparieren inklusive seines Kaliber 50er Geschützes. Das ist der Humvee, den wir vorhin gesehen haben, der die Zivilisten getötet hat. Auf offener Straße. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Ja. Das müsste der Humvee sein, den wir vorhin gesehen haben. Ja, Panzer ist bei so einer Apokalypse halt eigentlich mega. Oder auch eigentlich in Kriegszeiten ist ein Panzer mega, mega unpraktisch. Weil ein Panzer eigentlich nach einem Einsatz in der Regel immer gewartet werden muss, da repariert werden muss, auch wenn er, also wenn er nicht zerstört worden ist. Weil da so eine hohe, wie nennt man das? So einen hohen Verbrauch, da gibt es irgendwie ein Special Board dafür. So einen hohen Verbrauch an den ganzen Materialien und Getriebe etc., dass man eigentlich den nur einmal einsetzen kann, danach muss eigentlich repariert werden. Fedra. Ganz ehrlich, schau dir zu, dann selber habe ich nicht Lust darauf, mich alles neu zu spielen. Ich mag es allgemein nicht, ein Spiel, was ich schon einmal durchgespielt habe, nochmal zu spielen. Echt? Ist da für dich keine Games? Also ich spiele tatsächlich das Remastered auch nur, weil ich das für einen 10er bekomme. Weil die ja für die Spieler, die quasi Teil 2 sich schon gekauft haben oder es schon im Besitz haben, die können es quasi für 10 Euro upgraden. Das Remastered. Normalerweise verlangen die, glaube ich, einen Fuffi dafür. Und hätte ich das Grundspiel nicht, würde ich keine 50 Euro für das Remastered ausgeben. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde keine 50 Euro ausgeben. Das wäre es mir persönlich auch nicht wert. Nicht, weil das Spiel sich das nicht wert hat, sondern ich würde das Spiel einfach kein zweites Mal spielen. Nicht für 50 Euro. The Last of Us 2 ist ein super, super krasses Game. Können wir ein Messer aufmachen. Aber mich stört trotzdem enorm bei Last of Us 2, dass du zwei Hauptcharaktere hast. Mich stört es immens tatsächlich. Aber allgemein bei Videospielen stört mich das immens. Aber für einen 10er kriege ich das gerne nochmal. Spiele ich das gerne nochmal. Zweites Mal. Aber freut mich, wenn du am Freitag da mit dabei bist. Bin mal gespannt, wie das sich so von der Grafik, ob sich das überhaupt lohnt. Oder gelohnt hat. Sich ein Remaster draus zu machen, weil The Last of Us 2 ist doch gar nicht mal so alt, ne? Hat ja schon echt eine geile Grafik. Haben wir hier alles? Ja, ne? Ja, ich weiß doch, wo es weitergeht. Dementsprechend bin ich da echt sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Mal gucken. Eigentlich hätte ich es vorgehabt, im New Game Plus zu spielen. Im zweiten Teil. Also von Anfang an, plus halt mit allen Waffen etc. Wie wir es jetzt hier auch schon machen. Boah, ich hoffe, ich habe alles. Vielleicht machen wir es. Hat Christian gestern auch vorgeschlagen. Ich glaube, so spielt er es. Kommen von vorne und auf schwer spielen. Vielleicht machen wir das auch. Mal gucken. Ich entscheide es mal Freitag dann spontan. Weil wir mal einfach wirklich ein Hardcore-Gameplay draus sein. Sind depressiv, liegt wohl am Kackwetter. Oh ja. Schneit es gerade aktuell bei euch auch? Also wir haben hier unfassbar hohen Schnee, also heute zu bekommen. Wir fahren mal
bisschen spazieren. Bisschen spazieren, ich glaube, ich fahre irgendwie 8 Kilometer oder sowas spazieren. Es hat durchgehend so krass geschneit. Und es liegt bestimmt, ich muss jetzt lügen, 20, 30 Zentimeter Schnee. Wir sind fast da. Ist bei euch auch so schlimm? Aber will ich gedrückt haben. Toi, toi, toi. Dass das, es wird besser. Wenn es am Wetter liegt, die Wetterdepression kennt, glaube ich, jeder von uns. Wenn man keinen Bock hat, irgendwas zu machen, kennt, glaube ich, jeder von uns. Hat das nochmal so krass schneit, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Stimmt, die ist ja auf einer Militärschule, ne, aufgewachsen. Militärvorbereitungsschule FEDRA. Diese Räumlichkeiten wurden hiermit für die Nutzung durch FEDRA gemäß dem Sicherheitsgesetz Abschnitt 9.18.4 gesichert. Militärschule. Militärvorbereitungsschule. Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten